Also, das sind ein paar richtig hässliche Schuhe, muss ich sagen. Die sind Plateau, haben einen ziemlich coolen Absatz, muss ich zugeben. Sind quietschgrün mit einem gelb und goldenen Absatz. Ja. Das Einzige, was mir da natürlich zu einfällt, ist, dass auf solchen Schuhen würde ich sofort hinfliegen. Ich kann nicht richtig auf so High Heels laufen. Deswegen habe ich heute auch selber so Plateau-Dinge an. Die haben zwar auch Plateau, aber die sind schon sehr, sehr hoch. Also die, das sind schon... Ja, hippie-mäßig. Also die erinnern mich so ein bisschen an eine Hippie-Zeit, aber leider habe ich das verpasst. Ah, woohoo! English Tea. Ist ein bisschen die falsche Marke, ne? Nee. Mit British Tea verbinde ich so ziemlich jeden Tag. Ich trinke jeden Tag mehrere Tassen Tee. Für mich ist ganz wichtig, bei schwarzem Tee, es ist nicht gleich englischer Tee, wenn es schwarz ist, weil es muss richtig stark sein. Da tust du in englischen Tee, tust einen Teebeutel rein, ist es wirklich, nach ein paar Sekunden ist es wirklich dunkelbraun. Und da tue ich natürlich noch Milch rein. Und ich mag den Geruch so sehr. Ja, ich bin richtig, ich stehe da total drauf. Bitteschön. Achso. Ein Elch, oder? Ja, da denke ich natürlich sofort an Schweden. Ja, wäre natürlich toll, wenn wir so ein Tier mit auf der Bühne hätten in Malmö. jetzt mal auf einer ernsten Note. Ich hätte, glaube ich, echt Angst, wenn so einer vor mir stehen würde, weil die haben jetzt so absolut diese riesigen Geweihe, nennt man das, glaube ich. Und ja, aber es erinnert mich auch gleichzeitig an mein Patenkind, weil sie sammelt diese ganzen Plastiktierchen. Und am liebsten würde ich den Elch jetzt wieder mitnehmen, weil die hat noch kein Elch. Nee, aber ja, das erinnert mich sehr an Schweden. Also das war eine gute Sache. Zeitung? Nee. Klopapier? Reinigungstücher? I got a dirty mind. Ja, Reinigungstücher. Finde ich super. Ja, die benutze ich auch. Nicht jetzt diese Marke, aber ich benutze die jeden Tag für mein Gesicht. Ich trage jeden Tag Make-up. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man nicht damit schlafen geht. Den Fehler habe ich natürlich, wie alle Teenager, auch im Teenageralter, mal nach dem Feiern um 5 Uhr morgens hast du das nicht mehr abgemacht. Diesen Fehler mache ich nie wieder, mache ich auch nie, weil ich einfach zu sehr an meiner Haut hänge. Ich habe auch echt, meine Maskenbildnerin sagen mir auch immer, du hast eine tolle Haut, und da bin ich auch immer noch so froh, dass ich das hören darf. Jetzt sind natürlich nur noch die Falten, die man ummalen muss. Aber das gehört dazu. Super Sache! Oh, supi! Wir haben mal, also erstens, ich liebe Disco-Kugeln, obwohl meine Freunde nennen mich eine wandernde Disco-Kugel, weil ich halt nicht ganz so schlank bin und immer so Glitzersachen trage. Finde Disco-Kugeln einfach der Knaller, die sehen toll aus. Ich bastel auch teilweise ein Kostüm mit spiegelnden Mosaiksteinen für meine Tänzer, weil das halt toll auf der Bühne aussieht. Wir haben auch mal ein Fotoshooting gehabt, das erinnert mich jetzt sehr dran. Da musste ich irgendwie so da stehen. Mit dieser Disco-Kugel. Und das erinnert mich daran. Ich habe sogar eine Disco-Kugel zu Hause. Und ich bin rausgegangen, das haben, glaube ich, die meisten Menschen nicht, haben es noch nicht so weit getrieben. Ich bin in so einen Elektroladen gegangen, habe mir so eine fette Disco-rotierende Disco-Lampe.
dass auf dann den, meine Disco-Kugel scheint für eine Silvesterparty, damit ich richtig Disco zu Hause hatte. Ja, Knaller. Ich habe immer noch eine Disco-Kugel bei mir zu Hause stehen. Bitteschön.